Hardman. Ich hoffe mal, der kriegt irgendwas geschissen. Gesundheit. Ja. You got hard knuckle. Nee, soll ich aufschreiben? Noch nicht, beim nächsten erst. Okay. Sparkman, oder? Also vom Muster her müsstest du jetzt Magnetmann. Ja gut, dann nehmen wir den Magnetmann. Vielleicht funktioniert bei dem ja auch hier Hard Knuckle. Ja. Oder Snake. Also ich würde sagen, wenn man einen Magneten irgendwie Erschütterung gibt, starke, dann geht der ja kaputt dadurch. Das könnte helfen, ja. Ist das so logisch gedacht hier? Manchmal. Manchmal. Wow. Eigentlich ist es ja ganz praktisch, wenn sie dich zum Beispiel über so eine Lücke ziehen. Das ist bei eben. Ja. Ja. So, continue. Sehr schön. No more. Das ist gut. Das ist gut, dass du wenigstens jetzt mit drei Leben da weitermachen kannst. Jetzt hat mich das Ding auch noch verwundet, ey. Besser als. Na gut, vielleicht hat sie auch verwundert. Man weiß es nicht. Ja. Man munkelt hart. Gucken so böse. Ja, ne? Total. Finde ich auch. So, was jetzt hier? Ja, schon wieder. Sieht wieder nach Zwischengegner aus, ja. Hat der auch bestimmten Namen? Ich glaube, das ist Proto-Man. Okay. Das ist... Gab's den in dem Vorgängerteil mal, oder? Weiß ich nicht. Also als Gegner so, als richtigen? Doch, im Mega Man 1 gab's den. Meine ich mal. Oh. Und da haben die Entwickler sich gedacht, guck mal, der ist so schlecht, den lassen wir nur noch als Zwischengegner auftauchen. Es ist quasi der Bruder, glaube ich, von Mega Man, weil Proto-Man der Prototyp von Mega Man ist, wenn ich das richtig verstehe. Ja, doch, das wird Sinn ergeben. Er hat auch die gleiche Schusstechnik gehabt, glaube ich. Wie das so aussieht. Ich habe gleich keine Random Game mehr. Nein, ich will das auch. Wie fies ist das denn? So ein Scheiß. Nein, das ist eine Rakete von hinten. Von hinten? Ja. In den Kopf. Nein. Ja. Das waren die fiesesten Gegner überhaupt. Eigentlich ja nicht. Nee, nicht wirklich. Also die unfreundlichen Hufeisen. Ja. Lass mich hier durch. Ich will mit euch gar nichts zu tun haben. Weg da. Ach, das passt doch schon. Mit deinem Vectra. Opel. Ja, richtig. Ich hab selbst aber eher einen Corsa. Ich hab einen Seat Ibiza. Stimmt, hast du mal. Ja, ich weiß, ich hab die Beule gesehen. Ja. Nee, die Delle. Ich sag's immer falsch. Es war ja eine Delle, wenn man es genau nimmt. Ein Unfallschaden war's. Das war's, ja. Ich muss mit beiden unbedingt in die Waschstraße. Ich hab den jetzt schon seit anderthalb Jahren. Ich hab den noch nicht einmal gewaschen. Der sieht sowas von verdreckt aus. Aber ich hab da einfach keinen Bock zu. Ah. Das Coole war, die mussten ja meine Tür neu lackieren. Ja. Und dafür mussten die das Auto sowieso waschen. Was ich schon mal ganz gut fand. Das ist gut, ja. Und das Lustige war, die haben das auch noch von innen gestaubsaugt. Ja, super. Fand ich gut. Da bringe ich meinen Wagen auch hin. Hab ich mir schon gedacht, auch komm, wenn das so ist, dann lasse ich mir öfter mal jemanden in die Seite fahren. Ja, ich hatte bei meinem, als ich die gekauft habe, damals nur die Motorhaube lackieren lassen. Der ganze Rest war eigentlich in Ordnung. Ja, die haben, ach, müssen sie auch sauber gemacht haben wahrscheinlich. Das fällt bloß nicht so auf. Na, es zieht mich an. Alles sehr magnetisierend hier. Oh, also, die möchte ich eigentlich schon ganz gerne haben.
Hättest du dich nicht so ein bisschen da eben lang reinfallen lassen können, vielleicht von der Leiter aus? Jetzt ist es eh zu spät, aber... Kommst du da ganz hoch? Nein! Warum? Ja. Ja, es ist zu hoch halt, ne? Es ist so unfair! Ja, doch. Aber nicht zu ändern. Oh nein, der Kack, ja. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Ja, man muss sich das erstmal ein bisschen einprägen. Warte mal. Oh. Falsche Richtung. Ich würde... Da würde ich aufsteigen, okay. Rechts. Den da jetzt. Da hoch, genau. Und dann den nächsten nach links. Ja, da würde ich aufsteigen. Genau, da... Links. Jetzt rechts. Scheiße. Das war doch rechts. War doch links. War doch links. Ja, du musst auch springen. Ja. Die machen auch so nervige Geräusche, ja, glaube ich, ne? Genau, genau. Sehr schön. Nein! Da ist aber links auch noch einer. Wenn ich im letzten Moment abspringe, dann kriege ich den. Ja gut, dann versuch. Oh gut! Den und den, genau. Und dann. Ja, so, das ist richtig gewesen. Nee. Ja. Doch, 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 doch. Glaub mir, du musst halt nur früh genug springen, dann landest du automatisch auf dem drauf, da oben. Dann erscheint er praktisch unter dir, während du noch hochspringst. So ist das, glaube ich, gedacht. Pass auf, ist auf den rechts rüber. Und jetzt springen. Ah, okay. Jetzt weiß ich, wie du. Dann direkt springen und dann ist der unter dir. Jetzt weiß ich, wie du meinst. Mhm. Oh, ich bin zu früh. Ganz ruhig. Ah! Ah, das war zu spät. Oh, ist das schlimm. Es gibt Schlimmeres. Könnte regnen. Yes! Ja, genau, siehste, so habe ich das gemeint. Oh nein, jetzt geht das direkt weiter. Mit Magnet auch noch dabei. Okay. Ja, das hätte sogar klappen können. Ja, das war richtig. Jetzt spring. Wenn ich nicht darunter gezogen werden würde. Ja, das ist leider schade. Ja, und jetzt rechts. Sehr gut. Und noch. Oh, nee, nee, ich auch bin noch auf mit Grundalter. Ja. Was sind das für Penner? Das geht eigentlich. Die tun alle nacheinander erscheinen. Das machen sie ja immer. Okay. Oh, noch ein. Okay, da brauchst du echt nur der Reihenfolge nach. Dann weiß ich nicht, was kommt. Nee, wahrscheinlich dann. Ja, dann kommt der nächste. Er hat mich runtergezogen. Ach, ach, da ist. Ach, das sehe ich jetzt erst. Das ist wieder so ein Scheißteil. Oh. Hast du noch einen? Ja. Das ist mein letzter, oder? Jo. Oh, oh. Das ist echt ein tolles Level. Ja. Halt, ging doch jetzt mal hier Burner-mäßig. Das war schon mal super. Achso, das war auch wieder mit Fernsehen. Springen und jetzt. Genau. Oh, der war auch. Der war eigentlich auch recht easy. Links, rechts, geradeaus. Du bist im Labyrinth. Aha, okay. Ist von Ruf. Achso, okay. Oh Gott. Ah! Oh, und noch ein. Oh. Ja, ja, gut. Siehste. Ich hoffe, das ist jetzt vorbei mit diesen Teilen. Oh. Aber ich brauche die große Energie nicht. Was ist das denn für ein Spacken? Gleich brauchst du die große Energie. Scheiße. Nee, ich hol die mir trotzdem nicht. Weil dann okay, muss ich dann nochmal hoch und dann krieg ich genau den gleichen Schaden nochmal. Das sieht so kacke aus. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, runter! Oh. Glück. Glück, 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 Glück. Das ist ein frisches Glück. Was hat der denn für Spackung? Schnell weg, ey. Ja. So.
Okay. Ich rüste schon mal. Letztes Leben. Hast du noch einen Tank? Nee, ne? Schade. Ich rüste schon mal Hartmann euch. Rüste mal Hartmann schaut. Das ist, glaube ich, eine Faust, die einfach so darum dingst. Boxt. Okay, was macht? Ja, geil wäre natürlich, wenn man den auch noch trifft. Wichser! Oh, jetzt sieht er mich an. Vielleicht könnte bei dem. Ja, doch, das könnte schon die richtige Waffe sein. Komm, treff den doch mal! Welche Richtung? Da, wo er ist? Das zieht so mal gar nichts ab. Hast du den getroffen? Ja. Es hat ein Strich hat's abgezogen. Ja. Versuch mal Schnacke. Oh. Okay, jetzt macht er gerade sein Gedöns. Fuck you. Ist auch sehr viel, ja. Also irgendwie haben wir entweder immer die falschen Waffen. Man könnte ja mal gucken, wie das normale abzieht. Vielleicht zieht das ja. Wahrscheinlich gleich einen Schuss. Bim, tot. Also, ja, auf jeden Fall besser. Ich habe eigentlich gedacht, dass er vor mir aufkommt und nicht in mir. Schreib dir mal das Passwort auf. Okay, warte mal. Kugelschreiber, wo bist du hingefallen? Da. A3, C4, C5, ne? Ja. Du musst ja aber, glaube ich, die Farbe auch aufschreiben. Ach, die Farbe ist auch wichtig. Ich denke schon. Dann ist blau und pink schreibe ich jetzt. C4. So, ich hab's. Ja? Mhm. Okay. was machen wir denn? Machen wir nochmal das, oder? Ja, wenn du dir das zutraust und glaubst, du schaffst das, dann eigentlich mach ich das. Ansonsten schon, also, komm. Dann mach. Also, den will ich auf jeden Fall noch tot kriegen. Ja, dann krieg ich ihn tot. Das sagst du so einfach. Ja, du hast es doch selbst gesagt. Wenn du sagst, du schaffst das, dann glaube ich dir das. Ich hab da vollstes Vertrauen. Das ist schön. Ja, ne? Finde ich auch. Man muss auch mal vertrauen können. Ja. Ach, er hier wieder. Kleiner Spacke. Das unter Durchrutschen ist gar nicht verkehrt. Ja, vor allem, weil es auch so schön fix geht. Das ist ja total easy eigentlich. Ja, der dreht sich nicht rum. Mr. Mega Man. Ach, Erwin. Ah, ich hab doch gerutscht eigentlich. Bin. Du hast doch gerutscht, Bin. Bist. Ach ja, schön. Ah, sehr schön. Das geht. Gerade läuft das ziemlich gut. Das solltest du nicht zu früh sagen. Ja. Ja. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Auch ein super Beispiel dabei. Ja, da passt es, wie ist es. Geil. So. Ach, jetzt kommt die wieder. Ja, wie schön. War doch hier irgendwo. Da. Genau. Da, doch, da, ja. Im letzten Moment. Das ist mir dann auch noch eingefallen. Jetzt. Genau. Und jetzt. Und das war aber fast schon zu früh, was ich da hochgesprungen habe. Das war fast richtig gut. So. Das kannst du schon schaffen, ja. Rechts? Ja, ich warte noch mal ab. Ich guck mir das noch mal an, lieber. Mhm, besser ist. Links und rechts und weg. Und jetzt einfach der Reihe nach. Einfach. Ja, da unten ist halt der Gedöns wieder. Ja, Gedöns. Ich bin in die falsche... Ich hab in die falsche Richtung gedrückt. Der zieht mich ja an und drückt mich nicht weg. Ach so. Das sehe ich. Das sieht ja beides gleich aus von der Darstellung her.